mein Gott. Und da wundern sich die Leute, warum ich nicht in die Kirche gehe. Kommen wir zu spät? Zur Rettung dieser armen Geschöpfe. Ja, aber wir existieren noch. Wo sind sie? Sie könnten schon in der Kirche sein. Das heißt, wir dürfen sie nicht anrühren, wenn sie rauskommen. Sag mal, willst du uns verarschen, Mädchen? Freund Rufus wird sie mit seinem Engel-Spezialabschrecker behandeln, stimmt's? Sie sind sündenfrei, wenn sie durch diese Pforte gehen. Also fahren sie direkt gen Himmel, wenn sie sterben. Und hallo! Wir wissen doch wohl, was dann passiert. Und wenn sie sich selbst umbringen? Das wäre eine Todsünde. Mit einer Todsünde würden sie in die Hölle kommen. Und da wollen sie nicht hin. Verdammte Scheiße, was machen wir denn jetzt? Darauf warten, dass uns eine Lösung vor die Füße fällt? Ist das ein Freund von euch? Nein, das war ein Kardinal. Man sieht's ihm zwar nicht mehr im Gesicht an, aber der Rosenkranz ist ein deutlicher Hinweis. Das ist ein von den Schweinen! Mach ihn platt! Nein! Kannst du nicht zuhören? Wir dürfen ihn nicht anrühren! Ich wollte ihn nicht anfassen, ich wollte ihm den Arsch wegschießen! Er macht das da jetzt schon eine ganze Weile. Die Kirchgänger waren alle. Und da hat er angefangen, irgendwelche Leute von der Straße aufzusammeln und sie runterfallen zu lassen. Das sind Äonen der Frustration, die sich da jetzt ihren Weg bahnen. Wenn sie uns wenigstens hätten wichsen lassen. Ups, geht einen Schritt zurück. Lasst mich los! Wieso? Was wollt ihr damit beweisen, all diese Menschen umzubringen? Ja, das war nicht meine Idee, verstanden? Herr Gott! Ich wollte einfach nur nach Hause. Aber er ist plötzlich völlig ausgerastet. Als ihm klar wurde, wer du bist und was du tun würdest, da ist er einfach ausgetickt. Und das Witzige ist, dass er mir damals bei meiner Arbeit nie zugucken konnte. Er hat immer gesagt, ihr Menschen würdet ihm furchtbar leid tun. Und jetzt sieht er das an. Der Kerl ist doch sternhagelvoll. Was bedeutet, dass er jetzt ein Mensch ist? Seine Flügel wurden abgeschnitten. Loki. Loki. Die Muse? Oh, das gibt's doch nicht! Dich habe ich ja schon ewig... Du siehst toll aus, wow! Was ist mit deinen Titten, kann ich... Loki, bist du schon durch das Tor gegangen? Komm schon, sag's mir. Hast du die Kirche durch das Tor betreten und wieder verlassen? Nein! Hopp, da ist er wieder. Wir haben noch auf euch gewartet. Warte, Bee! Warte, bleibt stehen, hör mir zu! Ihr könnt das nicht machen! Ezreal hat euch nur benutzt! Wenn ihr zurückgeht, dann... Ich bin mir der Auswirkungen sehr wohl bewusst. Ich weiß, was ich tue. Du krankes, dreckiges Arschloch! Bethany. Gerade du müsstest doch von allen am besten verstehen, warum ich das hier tue. Du weißt auch, wie es ist, wenn man verstoßen wird. Du musstest den Schmerz nur ein paar Jahre ertragen. Ich ertrage ihn aber schon über Jahrtausende. Und während du nichts mehr von deinem Ex-Mann hörst und nicht sehen musst, wie glücklich er mit seiner neuen Frau ist. Und das ist er. Sehe ich euch Menschen Tag für Tag in eurer perfekten kleinen Welt, die er für euch geschaffen hat, und werde dauernd daran erinnert, dass er zwar meinesgleichen zuerst erschaffen hat, euch aber besser behandelt. Während euch vergeben wird, erfahren wir nur Bestrafung. Es ist Zeit für eine Lektion. Alle sollen dafür büßen. Selbst Gott! In Kürze wird die Polizei hier auftauchen und uns, sobald wir die Kirche verlassen, töten. Und dann ist dieses gescheiterte Experiment, die Welt, nicht mehr da. Nein, hey! Nein! Das kann ich nicht zulassen, Bartleby. Das geht zu weit. Und wenn ich dich mit Gewalt daran hindere... Ist schon gut. Ich tue es.
Mein Mitstreiter. So ein Genozid strengt ihn sehr an. Er ist fertig. Du bist fertig. Und was noch wichtiger ist, er ist jetzt ein Mensch. Ein Zustand, der zwei Schwachstellen hat. Ein Gewissen. Und, eine kurze Lebenserwartung. Du hast den Glauben verloren. Tut mir leid, alter Freund. Durch. Wir sind im Arsch. Wir sind total im Arsch. Da liegst du richtig. Ich kann es einfach nicht fassen. Wir stehen am Rande der Nicht-Existenz und von Gott weit und breit keine Spur. Was für ein bescheuerter Gott lässt sich entführen. Darauf ein Amen. Was soll das eigentlich? Was machst du da? Ich würde sagen, wir haben noch 5 Minuten zu leben, bis die Welt untergeht. Du hast gesagt, dann vögeln wir. Du Schwein. Was denn? Den Typen schafft sowieso keiner. Entweder fallen wir ins Koma, wie dieser John Doe Jersey-Penner da drüben, oder wir schieben eine Nummer. Was hast du gesagt? Eine Nummer schieben, das ist ein netter Ausdruck für Ficken. Nein, über diesen John Doe Jersey. Runter jetzt! Na der da, dem sie die Pumpe nicht abstellen wollen. John Doe Jersey, der liegt da hinten im St. Michaels Krankenhaus. Wo ist hier ein Rummelplatz? Ich habe echt keine Zeit für Losbuden. Wir sollten jetzt lieber filmen. Wo ist einer? Westbury Park, etwa 5 Meilen von hier. Warst du schon mal da? Ja, mit so einer Kleinen. Beim Vögeln im Karussell habe ich einen Schwindelanfall gekriegt und habe gekotzt. Gibt es da auch Minigolf? Ja. Es wurde auch langsam mal Zeit. Hör zu, du musst unbedingt verhindern, dass Bartleby in diese Kirche reingeht. Bob, komm mit. Na los! Wie soll ich das denn machen? Denk dir was aus! Hab ich schon, aber dazu brauche ich dich. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Dies ist die Apokalypse. Bitte bleiben Sie ruhig und verlassen Sie unverzüglich das Gebäude. Vielen Dank. Ich wiederhole. Kannst du schon zählen, großer Vogel? Nein! Dann zähl jetzt die Kugeln, wenn du kannst. Zum Teufel habe ich denn das verdient? Du hast ihm die Flügel abgeschossen und ihn damit zum Menschen gemacht. Du hast ihm einen Gefallen getan, Blödmann. Ha ha ha!